Lassen Sie Ihre Träume nie sterben. Sie können einstürzen. Sie können in die Luft gesprengt werden. Aber man kann sie wieder aufbauen. Nur Sie selbst können Ihren Träumen den Todesstoß geben. Lassen Sie nie den Traum sterben. Ich wurde in einem kleinen Haus am Ende einer schmutzigen Straße ohne Namen und ohne Nummer geboren. Mein Vater sagte immer, wir wohnen an der Straße ins Nirgendwo. Aber irgendwann wird sie irgendwo hinführen. Man kann es überall hinschaffen, egal von wo man beginnt. Das ist die Wahrheit. Und ich kann es mit Recht sagen, ich habe es gelebt. Als ich die Biografie vor 3 Jahren begann, schrieb ich jedes Wort mit einem Kugelschreiber auf einen gelben Block. Ich gab 700 von diesen gekritzelten Seiten einer meiner Sekretärinnen und jetzt ist es fertig. Wenn ich es lese, kann ich nicht glauben, dass es wahr ist. Ich sage, Arvella, lies es, ich darf nicht übertreiben, ich darf nicht lügen. Ist das alles wirklich geschehen? Sie hat mich 51 Jahre lang auf diesem Weg begleitet. Meine Lebensreise. Man kann es aus dem Nichts nach oben schaffen. Man muss jedoch dem Traum folgen. Wenn ich das mal nicht machen wollte, sagte sie, Bob, denk darüber nach. Beantworte mir diese 4 Fragen. Erstens, wer bin ich? Ich habe nie aufgehört zu denken. Ich war sehr beschäftigt. Wer bin ich? Zweite Frage, woher komme ich? Dritte Frage, wohin gehe ich? Die 4. Frage lautet, wie ist das alles passiert? Ich erzähle Ihnen das, weil auch Sie das tun müssen. Sie müssen keine Biografie schreiben, aber Sie müssen die Biografie Ihres Herzens und Ihres Kopfes lesen. Es kommt der Moment, an dem Sie innehalten und sich fragen müssen, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie ist es geschehen?